Jetzt geht's weiter mit meinem Nachmittag. Arne, wen aus dem Norden habt ihr heute zu Gast? Ja, Susanne, wir freuen uns auf einen jungen Mann aus Bad Schwartau. Und für den gibt's nichts Schöneres als seine Wozikos. Das sind jetzt aber keine exotischen Tiere. Nein, das sind Wohnzimmerkonzerte, denn Joshua Carson ist Musiker. Wie er auf die Idee zu diesen Wozikos kam und warum sein Zuhause 4 Räder hat, all das verrät er uns jetzt hier bei meinem Nachmittag. Darf ich wieder ranrücken, ne? Ja, bitte. Ja, schön, dass wir heute wieder mit dabei sind. Hallo. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Mein Nachmittag Countdown. Unser Gast heute ist überall und nirgends zu Hause. Seit 3 Jahren lebt er im Wohnmobil und von seinen Wohnzimmerkonzerten. Weil er so gerne im Wohnzimmer arbeitet, fühlt er sich hoffentlich auf unserem Sofa wohl. Joshua, herzlich willkommen. Absolut, ihr habt das schön gemacht. Geht, ne? Vielen Dank für die Einladung. Ist gemütlich, gerne, oder? Sehr. Ja. Jetzt sind Sie also als Musiker, als fahrender Musiker sozusagen, leben Sie im Wohnmobil. Ursprünglich kommen Sie aus Bad Schwartau, aber wo würden Sie sagen, haben Sie heute ein Heimatgefühl? Ich muss das ein bisschen korrigieren. Ich komme nicht eigentlich aus Bad Schwartau. So. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, so. In Bad Segeberg geboren, aber habe auch lange in Bad Schwartau gewohnt. Okay. Also, und das ist im Grunde das, wo es mich jetzt auch immer wieder hinzieht und wo meine Heimat eigentlich ist. Denn ja. Heimat ist für mich da, wo meine Freunde sind. Und die wohnen halt natürlich dadurch, dass ich da aufgewachsen bin, zwischen Hamburg und Lübeck. Jetzt lassen Sie uns mal ganz kurz über diese Wohnzimmerkonzerte sprechen. Also Sie spielen da bei wildfremden Leuten im Haus, zu Hause, vor 20, 30 Zuhörern. Wie kann man denn davon leben? Och, das funktioniert für mich ganz gut. Das ist wie eine musikalische Tupperparty, kann man sich das vorstellen. Ich biete den Gästen oder den Gastgebern biete ich das kostenlos an. Das heißt, die übernehmen nur die GEMA-Gebühren, müssen aber keine Gage bezahlen oder sowas. Sondern ich biete quasi erst das Produkt an und überlasse den Gästen dann nachher selbst, ob sie eine CD kaufen wollen vielleicht oder ein bisschen was spenden wollen. Und das tun die aber auch zahlreich, sonst könnten sie nicht davon leben, ne? Naja, ich bin ja allein, ne? Ich möchte keine 5-köpfige Familie davon ernähren müssen, aber das geht schon sehr gut. Wir haben noch nie Cola Light ausgeschenkt an unsere Gäste. Sie sind der Erste. Auch der Schokoladenteller steht da nicht von ungefähr. Ich habe ihn nicht übersehen. Sie äußern durchaus Ihre Verpflegungswünsche vor so einem Konzert. Und wir wollten Sie auch ein bisschen gnädig stimmen. Das ist so das, ne? Ja, ich mache das aber eher subtil. Es gibt einige Regeln für diese Wohnzimmerkonzerte. Also ich nehme mir einfach raus, weil ich diese Wohnzimmerkonzerte kostenlos anbiete, einige Regeln dafür aufzustellen. Und eine davon ist halt eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Und es müssen mindestens 25 Gäste dabei sein. Und ganz unten unter diesen Regeln steht halt, dass ich ja, Cola Light und Schokolade liebe. Und so ist das auch. Ne? Stoßen wir doch mal mit der Cola Light an. Also die Wohnzimmeratmosphäre haben wir, Cola haben wir, Schokolade haben wir. Und wenn wir unsere Zuschauer draußen mit dazu sind, sind wir weit über 25, Joshua. Die perfekte Voraussetzung. Wir sagen zum Wohl, plaudern gleich mit Ihnen weiter, Joshua, und wollen jetzt erstmal sehen, wie das Leben dieses Mannes im Wohnmobil mit seinen Wohnzimmerkonzerten, wie das Publikum aussieht, all das erfahren Sie jetzt. Zum Wohl. Jeder Tag fängt für ihn mit einem Abschied an. Joshua Carson. Im Wohnzimmer von Familie Kiesel in Seevetal hat er gestern Abend ein Konzert gegeben. Was gut, Junge, ne? Bis dann. Bis bald mal. Ciao. Geschlafen hat er im Wohnmobil, wie immer. Gute Fahrt. Pass auf. Sein nächstes Konzert heute Abend in Mechtersen, 30 Kilometer weiter. Heute hier, morgen da. Seit über 2 Jahren lebt Joshua Carson schon im Wohnmobil und gibt Konzerte in fremden Wohnzimmern. 4 bis 5 pro Woche. Ich versuche immer Wege zu finden, mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel Geld zu verdienen. Was aber in diesem Falle eigentlich nicht gelingt, denn der Aufwand ist schon ziemlich enorm. Aber nein, das ist auch Quatsch. Ich versuche einfach immer mehr mein Leben so einzurichten, dass es mir Spaß macht. Spaß ist für ihn unterwegs sein und Gitarre spielen. Der 43-Jährige ist eigentlich gelernter Programmierer. Doch direkt nach der Ausbildung schmeißt er hin, gibt sich den Künstlernamen Joshua Carson und lebt seitdem für die Musik. Wow, das ist ja eine richtige Halle. Die Bühne für heute Abend, das Wohnzimmer von Familie Dunkhorst. Das ist schön, immer gut, verschiedene Materialien, das ist toll. Ich war eingeladen bei einem anderen Wohnzimmerkonzert und hab tatsächlich gleich beim ersten Lied gewusst. Das ja, möchte ich auch haben, weil das Lied, das passte so zu mir. Ich dachte, ja, das möchte ich auch.
Mundpropaganda, sein wichtigstes Marketinginstrument. Joshuas Leben weckt bei seinen Gastgebern oft Sehnsüchte. Doch der bekennende Einzelgänger hat sich bewusst reduziert. Eins große Wohnung, jetzt Campingklo. Ich habe gemerkt, mit jedem Stück, das ich weggegeben habe, habe ich gemerkt, dass ich immer freier geworden bin. So, ne? Und viele Leute haben mich immer bemitleidet, was ich denn jetzt alles weggeben muss und wegtun muss und so weiter. Aber für mich war das was Positives. Kurz vor dem Konzert, die Gäste kommen. Freunde von den Dunkhorst mit eigenen Stühlen. Das Konzert selbst kostet keinen Eintritt. Joshua finanziert sich über den anschließenden CD-Verkauf. Wenn er 10 am Abend los wird, ist er zufrieden. Stückpreis 15 Euro. Die Stimmung wie in einem Wohnzimmer. Sofort vertraut. Das schafft kein Konzertsaal. Ich hatte 2 Konzerte auch in der Schweiz. Und ich bin auf die Autobahn gefahren und habe das Radio eingeschaltet. Und da lief genau dieser Titel in der Version mit den Einspielungen. Und ich dachte, wow, das bin ja ich. Ich bin ein Star in der Schweiz. Und dann lief hinterher direkt noch ein Titel von mir und noch einer. Und dann war mir erst klar, dass das die CD gewesen ist, die ich eingeschaltet habe und nicht das Radio. Doof gelaufen, aber ich habe sie auch zu Ende gehört, ich schwöre. Sein Repertoire, selbstgeschriebenes und Hits von Reinhard May. Wind hat gedreht und die Flut kommt herein. Dunkelgrau mit einem silbrigen Schein. Und über die Mole, da fliegt schon die Gischt, wenn die Welle aufläuft und die Brise auffrischt. 90 Minuten lang intime Momente im kleinen Raum. Und über den kahlen, verlassenen Strand treibt der Wind trockene Algen und Schaum vor sich her. Es ist da das gewaltige ewige Meer. Also ich bin begeistert. Ich hab nichts erwartet und bin überrascht über diese schöne Stimme, die ich hier höre. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Reinhard-May-Fans in Deutschland gibt. Und ich fühle mich total wohl da hinten auf der letzten Bank. Ich bin total begeistert. Ich traue mich nur nicht mitzusingen. Nach dem Konzert Smalltalk und Schnittchen. Und schon die nächste Anfrage. Joshua Carson ist weiter on Tour. Ja, wir hatten Glück, wir haben ihn gekriegt. Joshua Carson gibt gleich ein klitzekleines Mein-Nachmittag-Wohnzimmer-Konzert. Joshua, wann ist denn der nächste offizielle Wohnzimmerauftritt, wie Sie es normalerweise machen? Ich habe jetzt eine kleine Pause, weil jetzt ja Fußball-WM ist. Ja. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Also ich sage einfach du jetzt mal, weil das ist auch Teil dieser Wohnzimmer-Konzert-Regeln, sag ich mal. Ne? Es ist doof, sich in einem Wohnzimmer, wo man einen netten Abend miteinander verbringt, sich zu siezen. Wenn das so ein Vertrag steht, sagen wir du. Genau, wir sind dann jetzt beim Du. Ja. Ja. Mein nächster Termin ist jetzt Mitte Juli erst wieder, weil jetzt ja, ne, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, die Fußball-WM ja ist. Nein, ich bin nicht so ein großer Fußballfan, aber die Leute wollen natürlich jetzt während der Fußballspiele keine Wohnzimmerkonzerte hören, sondern Vorberichte sehen und die Spiele selbst natürlich auch. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt Urlaub. Das ist schlau. Wir haben das eben erfahren, eigene Songs, aber eben ganz viel von Reinhard May. Warum auch. Reinhard May? Reinhard May ist schon seit meiner frühesten Kindheit eigentlich ein ganz großes Vorbild. Das ist so ein trabendes Wort, aber es ist wahrscheinlich so. Ich habe ihn schon als kleiner Junge mit 8 oder 9 gehört und auch sehr bewusst gehört. Und es hat mich sofort gepackt und fasziniert. Und ich habe auch viele andere Liedermacher gehört, die haben mich aber nie so gekriegt. Also Reinhard May hat einfach eine ganz besondere Art, sich auszudrücken und Dinge zu formulieren. Und das immer auf den Punkt zu bringen und auch in entsprechende Musik zu verpacken. Mhm. Was ich sehr schön fand, war, als wir eben den Film über dich gesehen haben, als du bei der einen Familie weg bist, dann nimmt man sich noch in den Arm und Junge, pass auf, fahr vorsichtig. Das sind ja eigentlich Auftraggeber. Entstehen da richtige Freundschaften oder wie ist das? Es ist schon so, dass ich mittlerweile natürlich ganz viele Leute kenne, über die ganze Republik verteilt. Und es gibt Leute, da fährt man sehr gerne wieder hin und es gibt natürlich auch andere. Aber meistens ist es tatsächlich so, wie man das in dem Bericht auch gesehen hat, dass man, Freundschaft ist natürlich ein bisschen hochgegriffen jetzt, aber die Schwingungen sind gleich, sag ich mal so. Und in diesem Falle war das also ganz besonders so, weil ich die Herrschaften auch schon etwas länger kenne. Die kennen mich schon aus den 90er Jahren. Da habe ich noch mit einer Band zusammengespielt und bin hier durch Hamburg getingelt. Und da waren die auch immer schon dabei. Aber wie ist das überhaupt, wenn du jetzt so ein Wohnzimmerkonzert gibst? Denn da, also mindestens 25 Zuhörer waren das ja. Ne? Müssen ja mindestens denn da kommen, hattest du gesagt.
Was ist das für ein Gefühl so mit dem Publikum zusammen? Was entsteht denn da so? Bei diesen Wohnzimmerkonzerten ist das ja alles sehr nah und das ist auch Teil des Konzeptes. Ich bin ja jahrelang durch die Kneipen gezogen und über Stadtfestbühnen und so weiter. Und da hat man selbst in kleinen Clubs hat man nie diese Nähe zum Publikum, die man in einem Wohnzimmer erzeugen kann natürlich. Das sind zwar vielleicht kleine Clubs, aber man hat dann die Technik aufgebaut und alleine diese Technik, die schafft schon eine Distanz. Und diese Wohnzimmerkonzerte, die mache ich komplett ohne Technik. Also ich habe meine Lichttechnik dabei, aber jetzt ohne Tontechnik. Und das macht diese Nähe einfach aus und davon lebt dieses ganze Wohnzimmerkonzept eigentlich. Ganz intime Atmosphäre dann eigentlich genau. Auch. Ne? Joshua, du hast dich bereit erklärt, für uns auch ein bisschen was zumindest anzuspielen. Und ja, dabei dürfen wir doch bestimmt Kuchen essen, oder? Unbedingt. die Schokolade ist ja reserviert, ja. Das war ja klar. Die ist allein für Joshua, wir haben doch extra portugiesische Natas und deutschen Butterkuchen als Rivalen was, hier. Was möchtest du? Ich. Hier? Ja, vorher darf man noch einen Natter essen, hinterher, wenn wir dann gesiegt haben. Dann gibt es noch Butterkuchen und dann darf ich auch mal dazu. Ich kenne das gar nicht. Das sind diese Karamell, auch sehr lecker. Willst du mal außer Schokolade sowas? Ich glaube, ich bleibe bei meiner Schokolade. Okay. Ich bin ja nicht so ein Kuchen-Fan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht ist das ein bisschen Rosentum, aber ich du bist glücklich mit der Schokolade. Da mein Auge schon drauf. Was hören wir denn jetzt von dir? Der Titel heißt Du bist da. Das ist der erste Titel meines derzeitigen Programms, das ich gerade spiele auf den Wohnzimmerkonzerten. Dann los. Ich hab mich öfter schon gefragt, wie es wohl wäre, wenn ich noch eine Woche hätte und keine Stunde mehr, wenn die berühmte gute Fee mir noch einen Wunsch gewährt und mich ermächtigt, mir zu nehmen, was mir eigentlich nicht gehört. Ich würde sein wollen, wo ich bin, genau an diesem Ort und du an meiner Seite. Ich gebe dir mein Wort, nichts wäre anders als es ist. So wie es ist, so soll es sein. Ich habe alles, was ich brauche zum Glücklichsein, denn du bist da. Ich kann es gar nicht glauben, dass es jemals anders war. Du bist da. Ob Frühling oder Herbst, Sommer oder Januar, du bist da. Ganz sehr schön. Ihr Kollegen hinter der Kamera mitklatschen. Ganz schön. Ja, früher war ja viel auf Englisch bei Ihnen und jetzt aber eigentlich fast nur noch Deutsch oder ganz viel. Ne? Warum? Ich habe immer schon versucht, auf Deutsch zu texten und da stand Reinhard May mir wieder im Wege. Denn mein Anspruch war von Anfang an eigentlich gute Texte zu machen. Und Reinhard May war für mich immer das Maß aller Dinge. Und da ist natürlich ganz schwer ranzukommen, gerade wenn man anfängt, auf Deutsch zu schreiben. Denn er hat ja nun mal locker 30 Jahre Vorsprung. Und deshalb, also Englisch ist immer für mich eine einfachere Sprache gewesen, um mich auszudrücken und um das in Musik zu verpacken. Englisch ist viel weicher und Deutsch ist eine sehr kantige Sprache. Und da muss man, glaube ich, erst so seinen Weg finden. Den habe ich dann ja aber irgendwann gefunden. Ganz offenbar. Wenn du jetzt so überall ja auch bei uns im Norden unterwegs bist, in den Wohnzimmern dann auftrittst, gibt es denn irgendein Konzert, dass dir immer noch ganz besonders im Gedächtnis ist, was sagst, ach, da denke ich so gerne dran zurück. Ja, es gibt schon einige, an die man gerne zurückdenkt. Es gibt aber so Konzerte, die bleiben ganz besonders hängen, weil die Wohnzimmer ganz außergewöhnlich sind. Zum Beispiel, das ist jetzt nicht in Niedersachsen gewesen oder auch nicht in Norddeutschland überhaupt, sondern das war in Heiligenhaus. Und das ist Nordrhein-Westfalen. Das ist eine ausgebaute Kirche gewesen. Die haben sich eine Kirche gekauft, haben die richtig entweihen lassen, haben sie mir erzählt und haben sich dann in dem Kirchenschiff das Wohnzimmer reingebaut und natürlich alles ein bisschen nett gemacht. Also nicht so kühl wie in der Kirche, das ursprünglich ist, sondern das ist alles sehr, sehr gemütlich gewesen. Und da waren, glaube ich, 60 Gäste an dem Abend und das hat sich immer noch verloren eigentlich. Aber das war ein ganz toller Abend und eine ganz tolle Location. Jetzt wurde das Heiligenhaus, glaube ich, das habe ich mal in einem Magazin gesehen, dieses umgebaute Haus. Das hat bestimmt irgendwie, also das war was ganz Spezielles. Ja, das ist schon sehr speziell. Heiligenhaus, wo du warst, ganz toll. Das Leben im Wohnmobil, Joshua, das müssen wir auch noch mal thematisieren. Also ganz reduziert, wir haben auch eben im Film gesehen, es war schon eine Befreiung, sich von ganz vielen Sachen zu trennen. Aber fehlt dir nichts? Irgendwas? Nein, absolut nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt überhaupt gar kein, ich kann es, steht mir ja frei, mir jederzeit wieder eine Wohnung zu nehmen oder ein Haus zu mieten von mir aus. Aber da zieht mich gar nichts hin. Ich muss immer alles dabei haben. Ich fühle mich einfach wohl in meinen kleinen vier Wänden. Und diese kleinen vier Wände, die müssen irgendwie auch beweglich sein.
Es gibt auch keinen geografischen Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, wo meine Freunde sind. Da zieht es mich immer wieder hin. Und das ist auch so ein Stück Heimat natürlich. Aber das hat mehr so soziale Hintergründe als geografische. Und ist man da nicht unterwegs doch mal fürchterlich einsam? Wenn man jeden Abend in die Koje kriecht sozusagen? Bin ich deshalb nicht. Also ich bin natürlich viel allein. Ich bin aber auch sehr gern allein. Aber deshalb bin ich nicht einsam. Ich unterscheide da. Und ich habe ja fast jeden Abend, ich mache jetzt, also jeden zweiten Abend jedenfalls, ich mache aktuell dieses Jahr jetzt 180 von diesen Wohnzimmerkonzerten. Und da habe ich ja diese sozialen Kontakte. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe jeden Abend Fragen, die ich beantworte und Leute, mit denen ich mich austausche und so weiter und die ich auch unterhalte. Und dann ist es auch schön, anschließend die Tür zuzumachen und allein zu sein. Das brauche ich dann auch. Aber es ist natürlich auch ein Vorteil, kann ich mir vorstellen, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, keine Wohnung, in dem Sinne kein Haus hat. Das heißt, die ganze Post vom Straßenverkehrsamt wegen der Blitzerfotos, die kommen da nicht an. Oder wie ist das denn bei dir mit der Post? Die zahlt Mama dann, ne? Nee, ach so, okay. Das ist leider nicht. Ich muss das schon selbst bezahlen, aber ich habe halt eine Meldeadresse natürlich. Ich muss ja mein Auto auch irgendwo zulassen. Und meine Mutter, die ist irgendwann nach Bayern gezogen. Und da bin ich gemeldet, da habe ich meine Meldeadresse und da kommen halt natürlich die Tickets, die es aber natürlich ganz selten gibt. Ja, eigentlich gar nicht. Die kommen dann da an, sie bezahlt das und ich bezahle das dann bei ihr und so läuft das dann. Mhm. Und das Finanzamt hat das ja auch mal ganz gern, wenn man greifbar ist. Ne? Oh, stimmt, hätten wir beinahe noch was unterschlagen, hätten wir beinahe vergessen, das Finanzamt. Und für die Geschäftspost, da habe ich ein Postfach in Bad Schwartau. Denn ich habe es ja gesagt, da zieht es mich dann immer wieder hin, Hamburg, Bad Schwartau, und da kann ich dann immer mal das Postfach leeren. Aber auch da kommt nicht so viel hin, weil das meiste eigentlich per E-Mail läuft. Also diese ganze Wozico-Geschichte, die läuft eigentlich übers Internet per E-Mail. Dann wünschen wir dir weiterhin so viel Erfolg und vielen Dank. Joscha, schön, dass du da bist und jetzt darfst du an die Schokolade. Endlich! Darfst auch das, was du auf dem Teller ist, natürlich mitnehmen. Ich würde auch gerne ein Stückchen nehmen, aber nur eins. Das ist aber lieb. Nur eins, sehr schön. Ich nehme die weiße. Danke. Wie hat Franz Beckenbauer schon mal gefragt?